Hallöchen und willkommen zurück bei Stadovelli. Stadovelli. Chat eigentlich sehr viel verkaufen. Oh, guten Morgen, lieber Pieper. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte und Mineralen danken, die du entdeckt hast. Du hast alleine echt viel geleistet. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der regionalen Artefaktabteilung bekommen. Wir werden mit dem begehrten goldenen Schaufelpreis für unsere bemerkenswerten Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Und das alles dank dir. Ich sollte dich wohl besser wieder an die Arbeit lassen. Ja. Oh, fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Er ist ein wenig rostig, aber immer noch sehr schön. Du hast den rostigen Schlüssel erhalten. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Okay. Ja. Was können wir damit machen? Keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Ich habe auch einen Knochenschlüssel, wo ich nicht weiß, was abgeht. Ah, der war für die Wüste. Ja, genau. Der war für die Wüste. Hm. Ich habe eine Idee. Kriegt er die Geoden wieder rein, ne? Mhm. Da. Das ist keine Fischkiste. Die blaue ist die Fischkiste. Mhm. Vergiss das immer. Weißt du noch, es gab diese eine Stelle, wo es dieses Geräusch gab in der Kanalisation. Wollen wir da mal hingehen? Hm. Also ich würde da ungern ohne dich. Nico. Ungern ohne dich. Jo. Mach schnell die Tierchen. Ich nehme mal das Essen mit. Na komm. So. Und so. Arscht, Tomate eingelegt, alles. Los, los. Rennen wir mal zum Verkaufen. Okay. Ah, ich habe jetzt nichts wieder eingelegt. Oh. Weiß nicht, was du einlegen willst. Kannst du das einlegen? Ja. Ich hab das Zeug schon mal weggebracht. Wie geht's den Tierchen? Gut. Legen munter Eier und geben munter Milch. Jo. Ja, ich geh mal runter. Jo. So. Gerade noch nach Zeug, ne? Oh, wir werden im Frühling sehr viele Bäume haben. Glücklicherweise. Okay, ja. Wir können. Okay. Ich habe einen rostigen Sporn bekommen. Für guten Turn noch eine Sache. Alter. Okay. Ich bin... auf dem Weg. Yo, geh mal, oder? Mhm. Gucken wir mal, ob wir da was finden. War das nicht hier unten oder irgendwie? Ja, so, ne? Wir mussten, glaube ich, hier runter. Über eine Brücke. Hier, oder? Genau, irgendwie so. Und dann noch weiter südlicher, und noch weiter südlicher, und noch weiter südlicher. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob er dafür ist, aber... ah, hier. Ja, den. Jo. Okay. Du hast eine Waffe dabei, gell? Ja, ich hab eine Waffe dabei. Gut. Was ist das denn? Die Statue der Unsicherheit. Die Statue hilft dir, deinen Beruf zu ändern. Hä? Nein? Bestimmt, weil ich anstatt Tier, Gärtner und so... ah. Nächste. Oh, da ist er! Ey. Hey, Diggi. Ein nützlicher Besucher. Das ist höchst ungewöhnlich. Ja. Ich kann nicht mit ihm reden. Ich kann... ich bin Krobus, ein Verkäufer seltener und exotischer Waren. Alter, das ist echt schwierig, den anzuklicken. Ich finde hier Dinge und verkaufe sie. Willst du irgendetwas kaufen? Ja klar, Mann! Hier kann ich die Schatten- und Solaressenzen kaufen. Hier gibt's ein Schattenei. Hier gibt's ein Zeichen des Gefäßes. Was ist das denn? Dekoration. Da kann ich nicht mit dem Kerl reden.
Ein Monsterkamin. Eine Sternenfallfrucht. Ach du meine Güte. Zepter der Rückkehr. Du gerade mit ihm redest, okay. Okay, krass. Der goldene Griff hebt mit unbändiger Macht. Halte dieses Zepter zum Himmel, um auf Wunsch nach Hause zurückzukehren. 2 Millionen. Alter. Okay. Okay, cool. Versuch mal mit ihm nochmal zu reden. Versuch mal. Aha, jetzt ja. Na, jetzt geht's. Du musst mehrfach mit ihm sprechen. Mhm. Ich habe eine Weißalge gefunden. Ein Schattenei! Ich weiß nicht, für was wir den brauchen. Das brauchen wir. Es gibt Schattenhühner. Oh, krass. Die kann man züchten und dann legen die Schatteneier. Bringen die mehr? Denke mal. Das wäre eigentlich ganz nice. Gerade jetzt, wo wir überlegen, den Hof zu machen. Bei einem großen Hühnerstall kannst du halt die Schatteneier brüten. Also uns würde eins reichen und wir könnten immer wieder. Aha. Soll ich eins mitnehmen? Mach mal. Ja, das hat ordentlich gekostet, aber... Monster, keine Ahnung. Ich finde hier Weißalgen ohne Ende. Oh. Ich würde gerne ein paar Schattenessenzen zu kaufen. Wie viele brauche ich denn? Weil ich würde gerne dieses Ding fertig machen. Oh, ich bin hochgegangen. Okay. Ach, da kommen wir raus. Ich kaufe... Oh, ich kann nicht so viele kaufen. Egal. Ich kaufe mal gerade ein paar davon, weil ich die echt brauche. Hm? Und ich nicht die ganze Zeit suchen will. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Oh, krass. Wir haben also 9 Händler hier. Oh, krass. Feier ich gerade. Schon krass, das ist... So weit war ich noch nie bei Stardew Valley. Bei Stardew Valley. Ja gut, wir haben halt auch echt viele Sachen gefunden, ne? Oh, jemand sollte zu Robin gehen. Ich bin schon auf dem Weg. Ah, sehr gut. Dann kannst du mir ja gleich sagen. Weil ich bring dann das Artefakt noch weg, was ich gefunden habe. Hofgebäude. Großer Hühnerstall, 10.000. Das geht ja, ist ja nix. Für uns jetzt. Bietet Platz für 8 Kleintiere, kommt mit einer Brutstätte, schaltet Enten frei. Ja. Was ist denn mit dem alten Hof? Kann man den entfernen? Nee, anscheinend. Okay. Ist ja nicht schlimm, meine Güte. Das ist ja, ich Holz und Stein. Ah, das okay, 400 Holz und 150 Stein. Okay. Da schaffst du es ja noch. Nee, die ist schon weg. Ah, schade. Aber dann merken wir uns. Einfach, nimm. Vielleicht machen wir das einfach morgen. Ich meine, dann haben wir halt noch einen kleinen Stall. Das ist ja auch in Ordnung. Tut ja keinem was. Vielleicht kann man irgendwas am Gebäude selbst machen. Ist da irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht, wenn die Hühner draußen sind. Ja. Das könnte sein. Oh. Eben. Okay, jetzt habe ich schon mal gut gesammelt. Wie viel hast du gesagt? 400 Holz, ne? Ich weiß nicht, ob wir genug Holz haben, ja. Komm mit 53 Holz im Schlepptau. Es fehlen 30, 20, so Pi mal Daumen. Ich hab jetzt okay. Nicht. Aber das ist ja... Oh! Ist wieder was fertig? Eichenharz. Ah ja, moin. Was kann man denn damit herstellen, so? Ein Fass, aber wir brauchen keine Fässer. Mhm. Ich überlege gerade, wie wir an das Holz jetzt kommen. Hm. Doch. 19 Uhr. Ach, wir können es schlimmstenfalls bei Robin sogar kaufen, stimmt. Wir können doch hier auch Bäume fällen. Ach, unten, ne? Ja, du hast vollkommen recht. Unten, wenn du südlich rausgehst, dann können wir jede Menge Bäume rausknüppeln. Das geht.
Ah, Pilzchen. Hey, Pilzchen. Hey, Pilzchen. Jetzt aber nochmal schnell 30 Holz klauen. Ja, mach das. Dazu. Ich habe leider meine Axt nicht dabei. Hast du dir eben Holz schon geholt unten? Ja, ja. Achso, okay. Haben wir genug? Ja. Dann? Also, achso, nein, nein, noch nicht. Also, das müssen wir noch. Ja. Wir müssen noch Bäume fällen. Dann gehe ich mal runter und knüppel mal zwei, drei weg. Stapfen wir mal runter hier. Oh, ich habe wieder eine Notiz bekommen. Alter, die Notizen fallen nur runter wie sonst was. Was ist denn los? Ich hab schon mal ein paar Holz. So, nächster. Also ich werde hoffentlich mit genügend zurückkommen. Oh, ich habe einen Kiefernzapfen bekommen, auch gut. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, na, genau. Okay, ich komme nochmal mit 82 Holz zurück, das sollte reichen. Wenn du nicht gerade selber Holz hacken würdest. Ja, ich mache auch noch ein bisschen. Ah ja, da haben wir noch ein bisschen was über. Was habe ich denn noch von der Notiz erhalten? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das oh ja. Jo. Ich sehe es im Stream immer. Deswegen habe ich auch ja gesagt. Ja, habe ich mir schon irgendwie so gedacht. Ja, feines Kitzchen. Okay, genug genervt. Wie sieht denn das Glück aus? Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Okay, ach. Ach, mittwochs gibt's die Wiederholung der Soßenkönigin. Hm. Gibt's da gerade? Omelette. Omelette. Ja, okay, Omelette. Das wesig. Okay, geh mal schlafen. Sofort bin ich da. Ist Zeit. Es ist Zeit zum Schlafen gehen. Denn das Bett ruft. Holz haben wir genug, Stein haben wir auch genug, Geld haben wir auch genug. Nice. Level up. Sammeln Stufe 7. Sehr gut. Ich kann Wintersaat herstellen. Das ist stark. Wow. Hey. Wow. Der Fisch. Die zwei Diamanten. Gut, okay. Der Fisch. Alter. Wir sind reich. Wir sind echt reich gerade. Es wird immer mehr. So, wir dachten noch so im Winter, da wird es noch ganz hart. Mhm. Ich werde du. Und jetzt auf einmal. So schlimm ist das gar nicht, gell? So schlimm ist das gar nicht. Gehe ich fischen, hole ich 1500 raus, so. Bin heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dein Leben schwer zu machen. Na, da gehe ich nicht in die Höhle. Nö, nö. Was soll ich denn dann machen? Ah, ich gehe mal wieder an den Strand. Oh, ich guck mal, wie viel die Iridium-Angel kostet. Das klingt nach einem Plan. Oh ja. Dann gucken wir mal. Du wirst wahrscheinlich dich um den großen Stall kümmern jetzt, ne? Yes, ich kümmere mich erst um die Tierchen und dann um den großen Stall. Der kostet 10.000? Ja, ja. Das ist ja nix. Sehr gut.
Ich hab gedacht, dass der kostet, denke ich, jetzt viel mehr so. Ja, ne? Aber man muss zugeben, als ich damals den Stall angeguckt habe, das war noch viel für uns. Ja, ist richtig. Jetzt ist halt so... Ich bin mir sicher, der große Stall, also der richtige Stall, der mit Hühner und so, der kostet wahrscheinlich nochmal eine Ecke mehr. Pferdestall wäre natürlich noch für alles haben. Ja, alles. Ja, hier unten sind noch Häusen. Den wird zum Beispiel gar nicht genutzt. Ja, da fehlen die Köder. Ja, ich pack grad Köder rein. Ich habe ja noch so viele. Und guck mal, ob ich noch irgendetwas Spannendes finde. Ja, moin. Oh ja, hier ist noch was. Weißt du noch, wo es notwendig war, am Strand entlang zu gehen und Muscheln und sowas zu sammeln? Mhm. Es war mal so. Und jetzt mittlerweile so einmal rüberlaufen passt schon. Ja. Braucht man nicht. Jetzt läuft bei uns. Jetzt läuft wirklich bei uns. Jetzt ist so richtig. So, ich guck mal nach der Iridiumangel. Mhm. 7500, haben wir das? Ja, locker. Sehr gut. Du hast ja die Iridiumangel schon, ne? Nee. Dann kannst du. Kann ich mir direkt auch noch holen. Ja, da kannst du ja meine alte nehmen, meine alte. Oh, ich habe eine Skeletthand gefunden. Aha. Kann ich bei Gunther abgeben. Oh, sehr gut, dann haben wir wieder was. Ich überlege gerade, was ich mache. Schatzjägerfische entkommen nicht, während Schätze eingesammelt werden. Erhöht die Chance, auch die Schätze zu finden. Macht deinen Fang sicherer und bringt die Fischleiste dazu, sich an den Fisch zu heften. Okay. Und was gibt's noch? Zahlende Anhänger und verlockendes Spektakel für Fische erhöht unser die Haus an unserer Hütte aufwerten könnten wir uns auch leisten. Mhm. Also der große Stall kostet 12.000, ist auch easy. Ja, vielleicht nehmen wir sogar den großen. Bietet Platz für 8 Stalltiere, ermöglicht Tieren Nachwuchs zu bekommen, schaltet Ziegen frei. Ja, ich mache erstmal den Hühnerstall. Nicht den ganz großen? Ja, in dem ganz großen kannst du keine Hühner halten. Ich baue erstmal den großen Hühnerstall. Auf der anderen Seite bräuchten wir halt die Ziegenmilch für die Pakete. Ne? Wähle eines der Hofgebäude Hühnerstall zur Verbesserung. Ah! Ach, du verbesserst die nur. Das habe ich nicht gewusst, das sagt okay. Der mir gerade. Das ist gut. Okay, das ist viel angenehmer. Ja, cool. Okay, ich werde morgen früh damit an. Ja, nice. Ja, ja, ist tatsächlich angenehmer. Oh, ich habe schon gedacht, wir müssen noch ein 3. oder 10. Gebäude bauen, gefühlt. Wo sind dann aber nur unsere Hühner? Die werden das schon schaffen, den Umbau. Die waren teuer. Ja, nee. Alles gut. Alles d'accord. Wir können es einfach weiter nutzen anscheinend. Toll. So, ich gebe dir meine Fieberglasangel. Leg ich die mal rein, ne? Ja, ich hol mir auch die Iridiumangel. Achso, ja. Wir haben ja noch genug. Für's und machen ja eh immer genug und... Jojo. Dingens halt. 7,5 ist nicht viel. Wann stehen wir morgen... Das ist die beste Angel, das finde ich echt nicht viel. Das macht, das haben wir jetzt einfach mal über Nacht gemacht. Eben. So, erstmal die Skeletthand spenden, neue Belohnung. Schön. Oh, eine Sammlervogelscheuche. Sehr gut. Das wollten wir hören. Du holst dir eine Iridiumangel, ja? Mhm. Dann mache ich dir auch einen Haken. Dann haben wir beide einen. So. Dann kannst du wahrscheinlich was mit dem anfangen. Ich lege ihn dir in deine Geodenkiste. Ich kann mir noch keine kaufen. Wahrscheinlich fehlt mir der Rang. Ah ja, das kann gut sein. Naja, das kommt ja noch. Aber den Haken habe ich hier trotzdem gemacht, der kostet ja. Da heftet sich halt die Leiste an die... An den Fisch, das ja, ist das, oder? Ja, genau, genau. Das ist okay. Gerade ein bisschen angenehmer für uns. Es ist wirklich viel angenehmer. Ich hole mal ein paar Fische. Nur damit wir wieder reich werden. Ach, du könntest sogar mit diesem Kropus anfreunden.
Krokus? Ja, der schwarze Typ. Ach, der unten, dieser Geist. Ja. Okay. Bei einigen Fischen muss ich ja echt gar nichts mehr machen, habe ich das Gefühl gerade. Das ist ja super angenehm. Ich werf die Angel rein und dann läuft das. Ich muss nur richtig klicken. Okay. Befestigst du das? Der macht das automatisch, der folgt einfach. Nein, nein, wie hast du den Haken dahin gemacht? Ach so, du musst halt die Fiberglas, die Ach, das geht nur mit der Iridiumangel, ja. Ey, bleib da. Bleib da! Okay, ich hab Scheiße gebaut. Ich hab jetzt war ich eben zu nachlässig. Oh, Mist. Ich hab Blödsinn reagiert. Ich hab schon einen silbernen Fisch. Irgendwie beißen die heute nicht gut. Sehr gut. Hammer dich. Perfekt. Einen Barsch Silber wieder. Sehr gut. Oh Gott, was ist das denn für ein Fisch? Der ist als allererstes fupp hoch und dann war der weg. Mhm. Mir vorhin auch passiert. Oh Mist, jetzt habe ich ausgesehen gedrückt. Okay, dieser Haken braucht sich auch auf anscheinend. Der Pferdestrahl ist aber echt teuer, ey. Wie viel kostet der? 100 Hartholz, also teuer, was Materialien angeht. Okay, gut, 100 Hartholz ist schon. Wir haben 10 Grad. Ja gut, wir haben auch ein bisschen verbraucht, ne? Ja. Aber 100 Hartholz ist halt schon hart an der Grenze, die. Ist schon eine Nummer, ja. Muss man schon sagen, ja, ja. Ja, ich habe 4 silberne Fische. 4 Barsche. Es läuft. So, nächster Fisch. Nein. Nein. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Okay. Ein Barsch. Noch ein Barsch. Wir machen sehr, sehr viele Tierchen heute. Okay. Nein. Perfekt. Ein Hecht, ein silberner. Es wird besser. Noch was. Gut, noch ein Barsch. Nee, eine Brasse. Eine silberne. Also ich muss zugeben, ich fange im Moment alles gefühlt. Ich habe jetzt schon mal die Pflastersteine gelegt für unsere Bäume im Frühling. Aha, sehr gut. Ja, das brauchen wir ja. Damit wir ja wissen, wie wir sie pflanzen. Was bist du denn für ein Scheißfisch? Hecht. Toll! Und der hat noch nicht mal irgendwie Silber was. Die sind voll schwer zum Fangen, die Hechte. Das ist furchtbar. Und dann hole ich mir so eine Brasse so mit nichts. So, hab eine Brasse. Ich hab eine Joja-Cola. Oh, sehr gut. Ich hab einen Barsch. Okay. Oh, ich hab Müll gefunden. Cool. Wir werden reich, Nico.
Dann haben wir eine Truhe. Die Truhe will ich gerne haben. Und dann den Fisch. Dankeschön. Ja, also, ich auch. Ach, Köder. Aber dieser Haken, der ist auch Fluch und Segen zugleich. Dreimal Kupfererz. Welcher, da kommt jetzt das Geileres raus? Ja, so. Wieso Fluch und Segen zugleich? Weil der heftet sich dran und der ist dann ein bisschen unberechenbarer. Der Haken. Also dieser Balken. Das ist halt echt unangenehm an einigen Momenten. Ich glaube, ich würde lieber eher irgendwas Spannendes zum Anbeißen nehmen, damit ich bessere Fische anbeißen. Jo. Wir leveln jetzt hier erstmal voll hoch im Fischen. Ich sehe es kommen. Oh, jetzt hätte ich was die Truhe noch bekommen. Ja, passt. Oh, was hat denn der für einen Sprung gemacht? Ja, ne? So ein kleiner Drecksack. Das hatte ich auch vorhin. Der war einfach weg. So. Nein. Und weg. Ich hab ihn. Oh. Ja, und jetzt bringt der Haken halt nichts, weil der heftet sich, wenn dieser Fisch so springt, ne? Dann heftet der sich logischerweise dran. Und dann... Ein silberner Hecht und eine Truhe. 10-mal Köder. Ah, oh, ja, okay. Ja, kann man was mit anfangen. Wie mache ich das gleich nochmal hin? Rechts, also auswählen und rechts gehe auf die Angel. Naja, gehen wir mal ins Bett. Jo. Ist ja auch langsam Zeit. Ich komme gleich vorbei. Ich versuche noch den einen Fisch hier zu fangen. Der ärgert mich etwas. So, jetzt auch. Ein Hecht wieder. Dreckiger Hecht. Mhm, schießen. Die mag ich am liebsten, habe ich das Gefühl. Ein richtiger Kumpel. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die mögen uns wirklich. Oh, es sieht schön aus. Es sieht so schön aus. Der Nico hat so schön gemacht. Ich hau noch schnell die Fische rein. So. Passt. Mal schauen, wie viel es bringen wird. Oh, hallo. Da geht mir gerade die Flöte. Ja. Haben wir fast wieder alles gemacht. Krass. Ja gut, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Machen wir. Also bis denn. Bis denn. Tschüss.